wirksam sein. Die Agency kennt meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, die ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu. Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Na, das machen wir doch immer doch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hitman Absolution. Hier ist euer Webfrog und wie ihr schon sehen könnt, diesmal geht's nach Chinatown. Schon mal eine richtig schicke Umgebung, die wir hier haben. Mal gucken, wie das gleich aussieht, wenn wir hier die Tore aufmachen. Jawohl, ja. Leutchen, da könnt ihr schon mal sehen, was das für ein Unterschied ist. Diese neue Engine, die sie hier eingebaut haben, das ist sagenhaft. Guck mal an, wie viele Leute das hier sind. Und ich würde mal sagen, bevor wir hier eigentlich diesen Level richtig anfangen, wir gucken uns hier einfach mal so ein bisschen die Gegend an, um euch zu zeigen, was die hier an Arbeit reingesteckt haben. Hier ist übrigens dieser Typ, um den es geht. Hey, aufpassen, ihr zwei! Bezahle euch nicht fürs Rumsitzen! Ohne meine Erlaubnis kommt niemand hier rauf! Na Mensch, wenn der nicht sympathisch ist. Tja, was haben wir denn hier alles Feines? Ihr seht schon, hier sind viele Stände. Was die auch immer alles verkaufen. Gucken wir mal hier. Hier gibt's Gemüse. Thunfisch. Hier gibt es... ja, irgendwas Essbares. Steht nur so auf der Karte. Kann man nicht lesen. Nein, macht ja nichts. Aber da kann man sich gut verstecken, wie wir das eben schon gesehen haben. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal durch das Volk hier drängen. Hier wird noch gebaut. Also, um das mal abzukürzen, es gibt mehrere Möglichkeiten, um diesen Typen da auszuschalten. Man kann den natürlich ganz klassisch umnieten, das ist eine Möglichkeit. Man kann es aber auch ein bisschen eleganter machen, zum Beispiel auch vergiften. Reduzieren mich die Möglichkeit. Ich habe nämlich schon mal zugegebenermaßen, ich habe diesen Level schon ein paar Mal ausprobiert. So verschiedene
Methoden mal getestet, was man so machen kann. Man kann den Typen vergiften. Dazu gibt es hier vorne die Möglichkeit, sich so Kugelfischgift zu organisieren. Und dann kann man dem da irgendwie was in den Kaffee rühren oder Essen vergiften, was der dann irgendwann zu sich nimmt. Diese Variante wollte ich euch eigentlich ursprünglich auch vorführen, denn ich finde, das ist so ein bisschen die eleganteste Möglichkeit von allen. Aber das klappt irgendwie nicht mehr, denn irgendwie habe ich das zu oft wohl ausprobiert und naja, jetzt letztendlich, wo ich es aufnehmen wollte, um euch zu zeigen, da ging es dann eben nicht mehr. Eine andere Möglichkeit, die wir haben, wäre hier vorne diese Luke. Der Typ läuft nämlich irgendwann mal unkontrollierterweise hier in der Gegend rum und guckt sich auch diese Luke hier vorne an. Und da könnte man so einfach schwupps und weg ist er. Aber da ist dieser komische Wachmann hier im Weg und der stört da so ein bisschen. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir gehen mal hier vorne wieder lang. Irgendwann zwischendurch soll ja auch dieser besagte Junkie auftauchen. Und dann verschwinden die in dem Apartment, wo die dann eben so ein bisschen neuen Stoff organisieren. Oder der Typ holt sich da eben so ein bisschen neuen Stoff von ihm. Den gibt es hier hinten. Na, lass du mich mal hier durch. So, was haben wir denn hier alles? Also hier hinten geht es zum Apartment. Da kommt man aber auch nicht so richtig durch, weil hier sind zu viele Polizisten im Weg. Hab das mal ausprobiert hier. Da kann man zwar auch mit Sabotage und alles mögliche ein bisschen was machen, indem man hier vorne dieses leuchtende Kästchen da, diesen Stromkasten sabotiert. Ist aber auch ein bisschen tricky und fällt irgendwo dann ein bisschen zu sehr auf. Der Junkie holt übrigens zwischendurch irgendwie sich ein bisschen Nachschub und das gibt's hier unten, das Zeug. Das hat er hier unten deponiert. Gucken wir uns auch mal an. Da unten diesen weißen Kasten oder diesen weißen, was ist denn das? Ein Karton oder irgendwie sowas in der Art. Aber das kann ich leider nicht aufnehmen. Ich habe das schon versucht, das ging alles nicht. Naja, wie auch immer. Ich zeige euch jetzt mal die Variante, für die ich mich entschieden habe, nämlich eine schöne klassische, nicht ganz so leise Variante, vielleicht wie man sonst so gewohnt ist, aber es ist eine, die, sagen wir mal, auf ihre eigene Art doch originell ist. So, dazu muss ich hier aber erstmal durchkommen. Mich erstmal durch die Leute bahnen. Ja, was ich schon gesagt habe, eigentlich in den vorherigen Malen, als ich diesen Level hier gespielt habe, da ist dieser Typ immer in der Gegend rumgelaufen. Macht er neuerdings nicht mehr. Warum auch immer. Deswegen sagen wir uns einfach, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg halt zum Propheten. In dem Fall geht es hier um diesen netten, goldenen Schlitten, der da hinten steht. Den gehört nämlich der Typ da hinten. Und deswegen werden wir uns da gleich mal dran zu schaffen machen. Um da hinzukommen, müssen wir uns allerdings erstmal ein bisschen den Weg bahnen. Und dazu bedarf es ein wenig geringfügiges Fingerspitzengefühl. Heißt das so? Ja. Jetzt warten wir erstmal ab, bis dieser Typ da oben beschäftigt ist. So, und dann werfen wir hier mal Weed in die Flasche. Jetzt ist der nämlich abgelenkt. So, und jetzt können wir uns nämlich hier ganz elegant langschleichen. Stecken wir uns jetzt hier gleich mal in der Kiste. So, jetzt sieht er uns nämlich nicht. Jetzt können wir hier mit der Maustaste rausgucken. Und siehe da. Niemand hat uns gesehen. So, dem ist das auch nicht aufgefallen. So, jetzt müssen wir nämlich warten, bis hier ein bisschen die Luft rein ist, bis die uns nicht mehr bemerken. So, das olle Ferkel da hat auch nichts Besseres zu tun, pinkelt jetzt erstmal in der Ecke. Ein schickes Auto. Guckt euch mal das Kennzeichen an. Könnte eigentlich mein Auto sein. Das hätte doch auch Stil, was? Das Auto von dem Typen einfach klauen und damit dann abpreschen. So, jetzt können wir auch hier wieder raus. So, und wie machen wir das Ganze jetzt am elegantesten? Ich würde mal sagen, wir müssen nur schnell genug sein. Ich würde mal sagen, wir machen das mal andersrum. Nehmen uns hier jetzt mal so ein bisschen Sprengstoff.
Schmeißen wir das Gute mal hier so hin. Was ist denn los? Verstecken uns. Oh Mann, ich freue mich schon auf deinen Bericht. So, der läuft weg. Klang wie ein, keine Ahnung. Jedenfalls kam es von da drüben. So, jetzt machen wir die Autoanlage an. Hier spricht die Polizei. Ist machen da wir uns jemand? Das mal aus dem Staub hier hinten, ganz bequem. La 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 la. Gucken uns das Ganze jetzt erstmal aus sicherer Entfernung an, weil wir sehen nämlich, der Herr im hellen Anzug hat heute den Hauptpreis gewonnen. Der macht nämlich gleich die große Rundreise. Dazu wählen wir nämlich unseren Zünder. Das ist mal demonstrativ das Knöpfchen drücken. So, ich glaube, den Leuten wird das hier natürlich nicht gefallen. Dementsprechend wird es auch gleich ein bisschen lauter wohl werden, sobald die erstmal spitz kriegen, was hier los ist. Ja, das war der Knaller, ne? Echt Bombenstimmung hier. Und ich würde mal sagen, wir nutzen das doch mal bei dieser Gelegenheit gleich, machen uns hier auf den Weg, schnappen uns diesen Beweis, der hier schön liegt, den wir uns ja eigentlich gleich mitangeln wollen, und nutzen das allgemeine Chaos, um uns hier ansonsten noch einen schönen Tag zu machen. So. Und bevor hier noch irgendwer auf falsche Gedanken kommt, machen wir uns dann mal elegant aus dem Staub. Eine kleine Spende für den alten Tag. Hey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch! Ven acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Na, was führt sie in mein bescheidenes Heim? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency? Die soll von mir ausspioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. Ja, liebe Leute, das war sie, die aktuelle Folge von Hitman Absolution. Und wie das Ganze weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao.